Achtung, die grüne Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann, die regelmäßig von Lanz bis Maischberger durch die deutschen Talkshows tingelt, plädiert in einem Video für ein grünes Schrumpfen und Deindustrialisierung in Deutschland samt einer Kriegswirtschaft, wo der Staat geplant, produziert und rationiert, was der Bürger noch konsumieren darf. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, wenn das eurer Meinung nach so ein bisschen wie so eine grüne Diktatur klingt, dann kann ich sagen, ja, da habt ihr völlig recht. Wir werden gleich das Video hier mal für euch abspielen, damit es nicht dann wieder heißt, oh, der Kolja verbreitet irgendwelche kruden Theorien. Nein, ich halte mich immer an die Fakten, die ich auch hier darstellen kann. Und das Interessante an dieser Stelle ist ja auch, wenn wir das Ganze mal im aktuellen Kontext, wo wir über grünes Schrumpfen reden, mal im Rahmen der aktuellen Klimakonferenz in Dubai betrachten. Hier haben wir nämlich, schaut mal her, eine Klimakonferenz, die alles andere als schrumpft, sondern insgesamt, jetzt schaut mal, im Vergleich zum vorherigen Jahr ein 100-prozentiges Wachstum sogar eigentlich hat. Schaut mal, ja genau, von 35.000 Teilnehmer auf jetzt 70.000 Teilnehmer, die zu einem großen Anteil, wie beispielsweise auch jetzt, wie man sehen kann, hier die Minister aus Großbritannien beispielsweise und der König sogar, ja, der König Charles zur Klimakonferenz, natürlich mit Krone auf und mit Privatjet. Aber auch die Deutschen schicken ja 250 Leute, ja, und diese 70.000 Teilnehmer, die nehmen dann halt an Panel-Diskussionen teil und so weiter, beraten darüber, warum es für uns besser wäre, auf alles zu verzichten und Insekten zu essen. Jetzt aber ein bisschen mehr zu Ulrike Herrmann und dem, was sie tatsächlich gesagt hat. Haltet euch fest und nein, es ist kein Deepfake-Video, denn man kann sich auch noch mehr ihrer Thesen aus einerseits ihrem Buch beispielsweise ziehen oder auch im Podcast mit Daniel Stelter, welches, glaube ich, von Anfang des Jahres irgendwie stammt. Da werden all diese Thesen auch noch mal mehr oder weniger bestätigt. Jetzt hören wir mal direkt rein. Das Schlimmste in der Klimakrise zu verhindern, müssen wir eigentlich sofort raus aus dem Wachstum, rein ins grüne Schrumpfen. Dazu braucht man eine Kriegswirtschaft mit Rationierung und staatlicher Planung. Also das muss man sich mal vorstellen. Allein dieser eine Satz, wir müssen raus aus dem Wachstum, rein in grünes Schrumpfen und eine Kriegswirtschaft mit staatlicher Rationierung. Allein dieser Satz ist sowas von massiv menschenfeindlich, weil es ja impliziert, dass die Menschen keinerlei Selbstbestimmung mehr haben. Weder darüber, ob sie ein Unternehmen gründen wollen, was irgendwas produziert. Ja, weder wie viel Energie sie verbrauchen und so weiter, was sie konsumieren, wohin sie reisen. Das heißt, es ist immer leicht für solche Redakteure und für diese Planwirtschaftler, irgendetwas in der Theorie als Konzept zu erdenken. Ja, das ist so häufig wie zum Beispiel so diese Diskussion, immer wenn ich so jemand sehe, der sagt, Elon Musk besitzt so und so viel Milliarden Vermögen. Wenn er das Vermögen einfach spenden würde, dann wäre der Welthunger besiegt. Ja, so in diesen theoretischen Grundlagen klingt das immer erstmal auf den ersten Blick total fair und sinnvoll, bis man dann anfängt mal zu überlegen, wie sollte das eigentlich in der Praxis ablaufen? Also wenn Elon Musk sein ganzes Vermögen spendet, dann würde dieses Vermögen an sich bereits komplett zusammenschmelzen, weil mit diesen massiven Aktienpaketen, die er dann verkauft, führt es dazu, dass Tesla immer weniger und weniger wird. Das heißt, sein Vermögen ist in dem Moment, wo er es anfängt aufzulösen und umverteilen, schon geschrumpft. Aber wie willst du das, es ist eben in der Praxis völlig klar, aber wie willst du das jemand irgendwie erklären, dessen ganzes Leben eigentlich nur aus einer Theorie bestanden hat,
irgendwelche Bücher zu schreiben und zu lesen, von Karl Marx bis Leo Trotzki wahrscheinlich, aber leider nichts irgendwie von Hayek oder Ludwig von Mises, und der in der Praxis einfach gar nicht überdenkt, welche Konsequenzen diese Forderung eigentlich bedeuten. Weil jeder Mensch, der in Deutschland noch halbwegs Grips hat, würde doch sofort das Land verlassen, wenn Deutschland jetzt anfangen würde, mit einer Kriegswirtschaft alles zu rationieren, von der Energie her bis zum Konsum und so weiter. Das würde doch keiner mitmachen. Also müsstest du das Ganze dann ja flächendeckend und global ausführen. Und herzlich willkommen, ja, oder herzlichen Glückwunsch. Wer will denn in so einer Welt überhaupt noch weiterleben? Also ich finde, all diese ganzen Leute, die immer von Schrumpfen und von Degrowth sprechen, die sollten als erstes mal bei sich selbst anfangen. Ja, zum Beispiel, was ihre Bücherverkäufe und so weiter angeht. All die ganzen Bäume, die deshalb abgeholzt werden, und Papier, was man dafür braucht. Da finde ich, sollte man erstmal auf das Schreiben von Büchern und so weiter verzichten und erstmal sein ganzes eigenes Vermögen abgeben, dann in eine kleine Hütte am Waldrand ziehen mit Kompost und mit Plumpsklo und so weiter. Und dann kann man vielleicht sagen, jetzt habe ich langsam die moralische Hoheit erlangt, um eben auch anderen Vorschläge zu machen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, nee, muss ich einfach sagen, kaufe ich ihr dieses grüne Schrumpfen nicht ab. Da hindert es auch überhaupt oder ändert es auch gar nichts daran, dass sie ja sagt, dass ihre Mitgliedschaft bei den Grünen seit 2021 nur ruhend ist. Ja? Hören wir mal noch ein bisschen weiter. Nach dem Motto, wenn das sowieso klar ist, dass durch die Klimakrise irgendwann eine Kriegswirtschaft kommt, dann wäre es ja schlau, sie jetzt schon einzusetzen, damit man geordnet, friedlich, ohne Chaos und vor allen Dingen rechtzeitig noch aus dem Kapitalismus und aus dem wirklich schädlichen Wachstum aussteigen kann. Ah ja, da hören wir es wieder. Man will halt einfach aus dem Kapitalismus aussteigen. Und hier haben wir auch eben genau jenes trojanische Pferd, mit dem man recht gut auch das Deindustrialisierungsprogramm von Deutschland nachzeichnen kann. Ne? Und ich meine, jetzt will ich gar nicht so viel über die grüne Politik und so weiter sprechen, weil das haben wir ja auch in den vergangenen Videos auf dem Kanal immer wieder getan und werden wir natürlich auch in Zukunft noch. Aber wisst ihr, was ich so unfassbar erschreckend finde? So dieser Anspruch oder diese Vorstellung, dass es überhaupt einen Mensch auf der Welt oder eine Behörde geben könnte, die so zentral von oben herab die Menschheit und ein Land, eine Ökonomie, eine Wirtschaft steuern könnte, nach dem Motto, wie so ein Schachbrett, wo ich irgendwie die Figuren hin und her ziehen kann, ohne zu überlegen, dass halt die Wirtschaft und wir Menschen, ja, die Wirtschaft und unser Handeln täglich auf dem Markt, unsere Entscheidungen für ein Produkt, eine Dienstleistung, gegen ein Produkt, gegen eine andere Dienstleistung, das ist ja alles eine Art lebendiger Organismus mit Emotionen, mit menschlichen Entscheidungen, und dass man so sich erlaubt oder anmaßt, man könnte ja fast schon gottgleich das von oben herab steuern und planen, ohne dass jene Menschen eben darauf reagieren würden, in ihrer Selbstbestimmung und in ihrer Selbstermächtigung zu sagen, wer bist du denn, dass du dir erlaubst, obwohl du nicht demokratisch gewählt bist, hier über meine Selbstbestimmung, über meinen Konsum, über meine Freiheit und so weiter zu entscheiden. Das finde ich dieses absolut Menschenfeindliche, so dieses Bild von anderen Menschen, ihnen ihre Freiheit abzuerkennen und im Sinne einer Art allgemeinen Mehrheit entscheiden zu wollen, kontrollieren zu wollen und ja, auch diktieren zu wollen. Schlussendlich läuft das eben nämlich genau auf das hinaus, was wir in der DDR damals hatten, nämlich eine Mauer zu bauen. Und ganz schön dick und ganz schön viele Mauern müsstest du dann bauen, weil nämlich kein normaler Mensch das eben mitmachen würde. Ja? Und deswegen solche Videos und solche Narrative, die erzählt werden, die werden ja auch in den Mainstream-Medien nicht wirklich mal in ihrer Gänze und in ihrer Tiefe ernsthaft hinterfragt oder kritisiert oder aufgearbeitet. Im Gegenteil, Ulrike Herrmann, die darf überall diesen völligen Quatsch verbreiten,
ohne dass es mal jemand tatsächlich gibt, der das Ganze mal eins zu eins seziert. Gut, ich muss sagen, jemand wie ein Dr. Rainer Zittelmann beispielsweise, der aber nicht mal annähernd das an Media Coverage beispielsweise bekommt, was sie dann beispielsweise in den öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter bekommt, ja. Und ich finde, alles, was in der heutigen Zeit immer ständig Leuten wie mir an den Kopf geworfen wird mit Populismus und bla bla bla, sollte man an dieser Stelle mal umdrehen. Denn das, was diese Frau macht, ja, ist ja wohl die schlimmste und die menschenfeindlichste Art von Populismus, die es überhaupt geben kann. Ja, alles pro einer sozialistischen Ideologie. Lasst euch nicht täuschen, dass es diesen Menschen ums Klima geht, weil sonst würden sie nämlich mal bei sich selbst anfangen und bei dieser aktuellen Konferenz, um mal wirklich zu überlegen, hey, 95% all dieser Teilnehmer dort, die verhandeln sowieso nicht über die tatsächlichen Ziele dort mit, sondern die führen irgendwelche Panel-Diskussionen, sind selbst schon lange Teil einer Art, in der Welt stand etwas von Klimaschickeria oder eines Klimakomplexes, der natürlich auch sehr gut dran verdient. Ja, auch wenn wir uns energiepolitisch in Deutschland mal anschauen, welche Dinge gefördert werden und welche nicht gefördert werden. Immer stecken da natürlich auch NGOs und andere Interessenvertreter dahinter. Oder glaubt ihr etwa auch, dass beispielsweise die Klimakleber und deren Finanzen einfach aus ihrem aktuellen Taschengeld bestehen oder so? Nein, 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 da sind ganz andere Verstrickungen noch hinten mit drin. Und deshalb kann ich an dieser Stelle nur sagen, ich bin immer pro Freiheit, pro Selbstbestimmung und ich werde mich wehren mit allem, was ich habe, gegen so eine Form von Wirtschaft, wo nicht nur die Selbstbestimmung, sondern auch die Menschenwürde aberkannt wird. Und deswegen wird auch Ulrike Herrmann langfristig sowieso mit ihren völlig absurden Forderungen scheitern.